Wann segelst du im Drachen? Seit 1956. Was hat sich in der Zeit im Drachensegeln verändert? Ja, da ist sehr viel Technik eingebaut worden in den letzten 10, 15 Jahren. Also früher war das sehr viel einfacher. Da waren Backstab, ein paar Banden und eine Großschot und eine Fockschot und das war's dann. Ne? Und heute kann man alles verstellen. Es ist sehr kompliziert geworden, aber man braucht schon Spezialisten als Mitsegler, die das alles beherrschen. Du segelst ja mit zwei sehr jungen Seglern, die aus der NAV-Jugend auch kommen. Wie kommst du mit den Jungs zurecht? Ganz hervorragend. Die sind ja sehr schnelle, junge Leute, die sich gut bewegen und mir als alten Herrn eine Menge Arbeit abnehmen. Was glaubst du, macht den Reiz für die Jungs aus, im Drachen zu segeln? Ja, ich habe sie auch gefragt. Es ist so langweilig, in so einer großen Kiste rumzufahren. Oh, sondern das ist alles sehr entspannt und man kann gut überlegen und wo man hinfährt. Und, sehr effektiv. Ich finde das prima. Ihr seid letzte Wochenende zwei Regatten gesegelt? Ja. Welches Ergebnis war da? Ich glaube 13 und 20, aber da waren wir auch zu zweit. Ihr seid zu zweit gesegelt? Ja. Warum? Wir hatten keinen dritten. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen nicht sprechen. Und das geht im Drachen so einfach? Das geht gut. Ja? Es ist nur eine Frage der Kommunikation und alles langsam und gut zu machen. Aber das ging gut. Okay. Was habt ihr euch vorgenommen für dieses Wochenende? Ach, mal gucken. Wir sind ja neu so alle zusammengewürfelt und Spaß haben. Spaß haben. Ja. Ihr seid die einzigste reine Damen-Crew. Hat das irgendwelche Nachteile im Vergleich zu Männern? Oder vielleicht auch Vorteile? Nö, ich glaube, hier auf der Alster kann man das eigentlich ganz gut kompensieren. Also hier ist das ja jetzt nicht so eine riesen Kraftfrage und Gewichtsfrage. Und ich glaube, hier auf der Alster, das hat sich einfach so ergeben. Also, was ist das Spezielle für dich, hier auf der Alster zu segeln? Ich finde das Miteinander eigentlich nett. Und einfach in großen Feldern unkompliziert hier über die Alster zu segeln, macht schon Spaß. Ja, im Moment bauen wir noch nichts auf. Tun wir langsam. Im Moment müssen wir erst mal schauen, dass sich das stabilisiert. Ausschläge von so 20, 25 Grad habe ich hier auch. Das ist logisch. Ja, die haben wir sowieso. Das ist schon klar. Was sagst du gerade zum Wind? Ja, Wind ist schlecht im Moment. Der Wind dreht noch, er hat sich noch nicht stabilisiert. Wir warten jetzt, dass die Wolkendecke aufreißt. Und dass wir dann eine stabile Richtung so um die 360 Grad kriegen. Hast du da eine gewisse Uhrzeit, wo du normalerweise mit dem Wetter bist? Nee, also normal da hat der Wetterbericht gesagt, so um die Mittagszeit rum. Aber wie gesagt, ist lokal und das kann man nicht lokalisieren von der Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. 11 06. Wir waren gut gestartet, waren gleich dritter, vierter, nicht am Anfang. Und dann haben wir uns ganz gut durchmanövriert, dass wir in der ersten Tonne dritter waren. Das klappt nicht immer so, nicht? Ja. Das sind sehr gute Segler, die immer noch hier an der Regatta teilnehmen, die eigentlich viel mehr nach vorne gehören. Und nächstes Mal sind wir wieder wahrscheinlich da hinten. Und heute war es sehr offensichtlich, dass du einer Tour wetten musstest und nicht einfach stur durchfahren. Ja, wie war es denn? Wie war die Regatta? Ja, wenig Wind, wie vorausgesagt. Und es ist halt Alster, nicht? Es geht mal hier hin, mal da hin, mal der eine schneller, mal der andere. Das ist halt so, das muss man nie. Waren starke Dreher? Sehr starke Winddreher und der Wind kam sehr unregelmäßig. Mal war rechts, mal war links. An der richtigen Seite sein. Ne? Ja, wir hoffen, dass wir noch mal zwei kürzere Wettfahrten fahren können. Weil die war jetzt recht lang mit 1,5 Stunden und die letzten sind immer noch nicht im Ziel. Dass wir vielleicht so eine Stunde Wettfahrten fahren. Dann schaffen wir noch zwei Stück, dann kann man noch ordentlich nach vorne fahren. Was ist für euch das Spezielle auf der Alster zu segeln? Ihr segelt ja auch uns mal woanders. Was macht das Alster-Segeln für euch aus? Erstmal die Nähe, so. Das ist eigentlich ganz schön, dass man von 20 Minuten von zu Hause entfernt gleich eine halbe Stunde vor dem Start oder eine Stunde vor dem Start quasi erst hier sein muss und das ganze Ambiente und auch die Segelbedingungen, die so ein bisschen tricky sind, so, die sind natürlich ganz heiß.